Ab dem 1. Januar gilt in Deutschland eine Belegausgabepflicht, so heißt das im Fachjargon, was sich klein anhört, wird 100.000 Betriebe betreffen, vor allen Dingen Bäckereien und Millionen von Kunden und Kunden. Der Bundeswirtschaftsminister hat sich klar gegen diese Bonpflicht ausgesprochen und an seinen Kollegen, den Bundesfinanzminister angeschrieben und schreibt in dem Brief, die Folgen dieser Regelung sind beträchtlich. Für jeden noch so kleinen Kauf oder Geschäftsvorgang muss ein Kassenbon ausgedruckt werden, auch wenn der Kunde darauf ausdrücklich verzichtet. Dies wird zu einem erheblichen Mehraufwand an Bürokratie führen. Und weiter, im gesamten Handel werden Milliarden zusätzlicher Bons gedruckt, die in den allermeisten Fällen direkt im Müll landen. Da diese Bons häufig auf Thermopapier ausgegeben werden, das im Restmüll zu entsorgen ist, wird die Umwelt belastet. Auch aus Nachhaltigkeitsgründen sollte dieser Abfall vermieden werden. Frau Bundeskanzlerin, meine sehr konkrete Frage, wann wird Ihre Regierung diese Bonpflicht abschaffen? Ich fürchte gar nicht.